ist, der die Rewe-Gruppe als Expansionsmanager im Vollsortiment vertritt. Herr Löschmann, herzlich willkommen, und ebenso Herr Dier, der Architekt, den wir auch kennen, seien Sie herzlich willkommen. Weiter passieren? Wie soll es der weitere zeitliche Plan? Wir haben im Frühjahr diesen Jahres die zweite öffentliche Auslegung gehabt. Gegenwärtig ist diese abgeschlossen und befindet sich in einer Auswertung. Es gibt auch nach der ersten, also in der zweiten öffentlichen Auslegung, Hinweise, Bemerkungen, Ratschläge, Fragen, die wir jetzt mit entsprechenden Fachplanern versuchen eben auch unterzubringen, entsprechend auch mit einzubringen und zu integrieren. Bekannt ist, denke ich, sicherlich, dass wir hier den Rewe-Markt etablieren wollen und hier den Drogeriemarkt Rossmann und an der Stirnseite hier zur Hünower Straße ja noch ein viergeschossiges Gebäude haben werden, wo sich, denke ich, Büronutzung wiederfinden werden. Da können wir zum Nutzer ein bisschen noch nichts groß jetzt sagen. Wir haben vor, in diesem Jahr die Nebengebäude, die nicht mehr einer Funktion zugeführt sind, also sprich Bunker, sprich Heizhaus, sprich Ladengeschäft an der Hünower Straße, vorzubereiten zum Abriss und auch abzureißen. Der erste Bauabschnitt wird ja dann dieser Bereich sein hier. Ersten Bauabschnitt möglichst zum Jahreswechsel dieses Jahres zum nächsten Jahr beginnen. Hier auf die Rossmannfläche, dort werden wir vorübergehend einziehen für eine provisorische Versorgung. Das wird also kein Zelt sein, sondern nicht der Festbau wie ein Drogeriemarkt. Dort werden wir eine Übergangslösung gestalten. Wir werden, weil es ein mehrgeschossiges Gebäude ist, etwa ein Dreivierteljahr brauchen. Also bis Ende 17 und im 18 machen wir dann den zweiten Bauabschnitt, dann werden wir im Herbst oder Ende 18 fertig sein. Wenn das fertig ist, erfolgt dann der zweite Bauabschnitt mit dem Rewe-Markt, Parkplatz und mit den öffentlichen Bereichen, wobei wir hier diese Zufahrt auch schon gleich mit dem ersten Bauabschnitt machen wollen. Der zweite Bauabschnitt wird im Wesentlichen dann Ende 17, Anfang 18 starten. Denken wir, dass wir eine Fertigstellung haben werden im Herbst 2018. Rewe-Märkte kennt oder besucht, er hat das sicherlich festgestellt, wir platzieren seit einiger Zeit Kundentoiletten im Eingang, also sind sogar ein bisschen vor der Bauordnung. Natürlich Behindertengerechte, die gesamte Anlage, also es gibt eine Kundentoilette im Rewe-Markt, ganz klar.